Titan der Dunkelelfen. Oh, wir können hier sogar Titanen für uns gewinnen. Offensichtlich. Da ist das Heldenmonument. Perfekt. Müssen wir mal gucken. Troll-Titan, Menschen-Titan, Elfen-Titan. Die Halle der Titanen. Ja, man kann sich halt nochmal so ein bisschen Unterstützung sichern. Wir werden jetzt aber erstmal den Anktar hier wieder reintun. Ich nehme dafür unseren Glamrig raus. Dem kann man ja gar nichts in die Hand drücken. So, was haben wir hier? Kämpferin Tuve. Schütze Trasilon. Tassilo. Tassimo. Können wir auch austauschen. Schütze. So. Was können wir dem denn mal geben? Irgendwas Cooles. Was hat denn der eigentlich? Bögen 14, leichte Kriegskunst, leichte Schlagwaffen, okay. Oh. Nehmen wir den. Welche Waffe? Die Schattenklinge. Drücken wir ihm die Schattenklinge in die Hand. Riesige Dornenkeule. Ja, dann am ehesten noch das Ding. Alter, ist das ein Knüppel. Hundertfünfundvierzig. Das finde ich gut hier. Hat doch eine ordentliche Rüstungsklasse. So, leichte Kriegskunst, leichte Rüstungen. Auch das ist sehr gut. Wendigkeit, Geschicklichkeit, natürlich Laufen auch nochmal ein bisschen. Ist auch gut. So, was haben wir hier? Stärke, Geschicklichkeit. Ausdauer, Geschicklichkeit, Weisheit, Charisma. Da würde ich tatsächlich auch eher auf die Stahlkappe gehen. Wobei das Ding natürlich... So. Ausdauer, Wendigkeit, Intelligenz. Wendigkeit ist ja... Wendigkeit ist nicht so wichtig. Laufen können wir nochmal verschnellern. Meisterin der Diebe. Der ist eigentlich nicht schlecht. Wendigkeit, Geschicklichkeit und der. Also, der hat nur 1000 Leben. Das ist halt echt nicht viel, aber... So, und dann haben wir noch, Kämpferin Tuve. Ist natürlich auch besser als Krieger Fausto, aber... Leichte Kriegskunst, kleine Klinge, Schlagwaffen. Würde ich erstmal lassen. Würde ich dann vielleicht statt des Zwerges nehmen. Aktuell brauchen wir ja unseren Lichtkönig hier. Den beschwören wir jetzt auch mal. Nice, da kommt die erste. Direkt mal die Aura anschalten hier. Boom. Zu Befehl. Ja, und da kommen direkt die ganzen Zerbieten. Er ist es. Anktar ist zurückgekehrt. Aber er erkennt uns nicht. Er weiß nicht, wo er ist. Er hat alles vergessen. Hokans Martha hat seinen Geist verwirrt. Was wünscht ihr denn? Nun ist er nur noch die Rune ein Sklave der Rune. Wir können mit diesem zerbieten Geist reden. Er ist es. Oh Meister, was ist mit euch geschehen? Runenkrieger, ihr tragt die versklavte Seele unseres Bruders Anktar mit euch. Seid ihr gekommen, um uns zu verhöhnen? Wollt ihr das Werk vollenden, das Hokan einst begonnen hat? Keineswegs! Wir Geister können euch keinen Schaden mehr zufügen, aber die Fallen, die wir einst errichtet haben, werden euer Untergang sein. Ich bin euer Freund und Förderer. Was hat es mit diesen Hallen auf sich? Diese Hallen bedeuten euren Tod.
Ihr werdet sie niemals wieder verlassen. Das ist ja nett. Ich bin nicht gekommen, um euch zu schaden. Wenn ihr die Wahrheit sagt, dann gebt uns Angtars Rune. Seine Seele soll endlich Ruhe finden. Was hat es mit diesen Hallen auf sich? Okay, da erzählen sie noch nicht. Erzählt mir von Angtar. Erzählt mir von Angtar. Bevor er Hokan in die Hände gefallen war, hätte er euch vernichtet. Nun ist er nur noch ein Schatten seiner selbst. Ich find's wirklich cool, wie, ja, wie mitteilsam dieser Geist ist. Erzählt mir von den Fallen. Er hat richtig Bock zu reden. Ihr werdet ihre Wirkung noch früh genug am eigenen Leib erfahren. Ah, verstehe. Okay. Okay, cool. Wo ist das Zepter der Winde? Ihr werdet es niemals finden. Okay, ich gebe euch die Rune hier. Hier, ich gebe euch Angtars Rune. Dann nehmt die Rune aus eurer Runentafel heraus. Aber dann stirbt er. Also für einen kurzen Moment, denn er ist ja ein Runenkrieger. Und jetzt? Ihr kehrt zu. Hier, ich gebe euch Angtars Rune. Nehmt diese 3 Münzen als Dank. Nun ist Angtar endlich nach Hause zurückgekehrt. Wir werden seinen gepeinigten Geist heilen. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Wie können wir... Ich suche die Artefakte des blutenden Auges. Auch wenn wir euch dankbar sind, werden wir dies nicht verraten. Aber Tuomi will sie haben. Ihr müsst wissen, demjenigen, der alle Artefakte findet, gewähren wir Zugang zu unserem Vermächtnis. Ach so? Okay. Was hat es mit diesen Hallen auf sich? Einst waren sie die Hallen des Wissens. Hallen der Rechtschaffenheit und der Vernunft. Wir haben einst hier gelebt, Runenkrieger. Als Mitglieder des Zerbitenordens erforschten wir die Geheimnisse des schwarzen Dschungels und bewahrten das Reich vor seinem Übel. Aber unser Bruder Hokan hat uns verraten. Er hat dort im Dschungel eine Maske gefunden, die ihm unglaubliche Macht verlieh. Und mit dieser Kraft trachtete er danach, uns zu vernichten. Wir konnten ihm nichts entgegensetzen. Schließlich beschlossen wir, unsere Festungen in tödliche Fallen zu verwandeln, damit Hokan auf seiner Suche nach unserem Wissen sein Ende finden sollte. Leider kam es dazu nicht. Aber er ahnte die Gefahr. Er griff nicht an, sondern belagerte unsere Festungen und ließ uns verhungern wie Tiere. So sind diese Hallen heute nur noch unser Grab. Tja, traurig, was passiert ist so, ne? Erzählt mir von Angtar. Er war unser Führer, unser Großmeister, der weiseste und gütigste aus unserer Mitte. Man mag es kaum glauben, wenn man den verzerrten Schemen sieht, der jetzt ist, aber er war es, der Hokan fortgelockt hat, sodass wir unsere Festen mit Fallen versehen konnten. Er opferte sich, damit Hokan nicht unser geheimstes Wissen in die Hände fiel. Zur Strafe hat Hokan seine Seele versklavt und schließlich an die Rune gebunden. So hat er den Einzigen, der ihn jemals überlisten konnte, zu seinem willigen Sklaven gemacht. Welch grausamer Spott. Aber jetzt ist er frei. Ja, also die Zirkelmagier hatten offenbar eine diebische Freude daran, irgendwelche Leute an irgendwelche Runen zu binden. Das hat ja Iskrim auch gemacht. Mit Glamrik. Erzählt mir von den Fallen. Sie sind mechanisch, aber auch magisch. Wir haben sie so gebaut, dass ein geduldiger Mensch, der aus Fehlern lernt, sie überwinden kann. Aber ein Wahnsinniger wie Hokan hätte nur versucht, sich mit Gewalt Zutritt zu verschaffen. Das wäre sein Ende gewesen. Achtet also auf die Hinweise, die überall zu finden sind. Dann werdet ihr diesen Ort lebend verlassen. Ja, wir versuchen auf die rotierenden Zungen zu achten. Wo ist das Zepter der Winde? Das Zepter liegt in den Schatzkammern nordöstlich von hier. Merkt euch das. Um dorthin vorzudringen, müsst ihr die 5 steinernen Köpfe zum Leuchten bringen. Und wie geht das? Mit einem Zungenkuss? Wir haben eine Wassermünze erhalten.
So, was sagt denn die Quest hier mit Ankhtar? Vermächtnis der Zerbieten. Genau, und jetzt müssen wir immer noch diese Geschichte da finden. Vorwärts. Diese Gegenstände des blutenden Auges. Wir werden jetzt auch erstmal hier unsere Kämpferin Tuve ausrüsten, die eine, ja, Kämpferin der leichten Kriegskunst ist, was sehr interessant ist. Da ist jetzt die Frage, Stichwaffen, was hat sie noch? Stichwaffen, also sie hat alles. Mana-Entzug, okay, das finde ich geil. Mana-Entzug ist nett. Feuerschlag, Eisschlag. Eisschlag. Eisschlag ist geil. Eisschlag ist einfach gut. Das wollen wir nicht. Da finden wir was Besseres für. Vielleicht auch nicht. Wow, 150. Nehmen wir erstmal das. Ich meine, 150 ist schon nicht schlecht. Ach, das... Ah, okay. Der blockiert auch den Beinpanzer. Ausdauer, Geschicklichkeit, Charisma. Ja, Kampf plus 10%, das darf man nicht... Ja, deswegen hat der nicht so viel Rüstungsklasse. Kampf plus 10% ist natürlich Wahnsinn. Göttliche Runen. Ist das die verwitterte Hose? Gibt es da noch einen verwitterten Helm? Gab es den auch irgendwo? Oder war das ein verwitterter Ring? Mal gucken. Weiß ich gerade leider nicht. Wäre ein Versuch wert gewesen, sich das mal anzuschauen. Der Weltenring. Der Welpenring, genau. Nein, laufen. So, was für einen Helm nehmen wir? Da können wir ja interessanterweise auch nicht so besonders viele nehmen. Verwitterter Helm. Da ist er. Wartet mal. Wir nehmen jetzt mal eben diese ganzen verwitterten Sachen. Okay, das boostet sie schon ziemlich. Wir nehmen das mal. Das sieht nicht schlecht aus. Ich glaube, das wäre besser, als wenn wir jetzt versuchen, mit anderen Teilen das zu klären. So, jetzt holen wir uns Tuve noch dazu. Jetzt gucken wir uns das mal an. Was passiert hier? Erstmal muss ich speichern. Den Menhir berühren. Na, was passiert jetzt hier? Nichts. Doch. Ja, leider Gottes habe ich mir das jetzt überhaupt nicht gemerkt, muss ich sagen. Ich glaube, das, dann irgendwas hier und hier und dann hier hinten. Ich würde mir da mal eben kurz einen Stift holen und ein Blatt Papier, dann kann ich das nämlich besser markieren. Kleinen Moment.
So, ich habe das mal markiert und bin jetzt mal gespannt. Wir werden das Ding jetzt nochmal berühren. Dann sehen wir ja nochmal die Feuerlieder aufleuchten. Die Kamera versucht einen ja auch so ein bisschen auszutricksen, was ich ganz interessant finde. Okay, das erste Feuer ist hier. Das zweite ist hier unten. Dann da oben, dann da. 3, 4, 5. Ich habe leider, ich muss es nochmal sehen. Ich habe nämlich leider bei den ersten beiden. Und das ist das. Das ist okay. Das ist das. Das habe ich auch. Dann haben wir das da oben. Das habe ich auch. Dann haben wir das. Da war das falsch. Dann das da hinten. Okay, das ist das hier. Okay. Da müsste ich es jetzt richtig haben. So, speichern. Fangen wir an mit diesem Feuer. Die Fackel entzünden. Ruft die Reiter von Rohan. So. Dann die. Warum habe ich denn jetzt hier 2x4 aufgeschrieben? Bin ich doof? Ich habe hier 2x4. Warum? Ich glaube, das ist richtig. Und dann müsste es die hier sein. Okay, cool. Jetzt habe ich die Titanen gekriegt. Kann ich es... Jetzt kann ich es auch nicht mehr anfassen. Okay. Ich frage mich halt, wonach sich das entscheidet, ob man helle oder dunkle Titanen kriegt oder ob das halt immer zufällig ist. Auf jeden Fall haben wir die jetzt auf unserer Seite, was ja grundsätzlich erstmal gut ist. Die kann man auf jeden Fall gebrauchen. Man könnte jetzt zum Beispiel hier lang gehen. Nordöstlich soll sich der Stab der Winde ja befinden. Wir müssen uns also in diese Richtung hier halten. Schnell. Und los. Interessanterweise kommt man jetzt aber hier nicht weiter. Vielleicht muss man dafür noch andere Dinge erledigen. Dann gehen wir mal hier unten hin. Ihr Questbuch wurde aktualisiert. Was sagt mein Questbuch denn? Findet das Portal, durchquert die Spinnengrube oder sucht einen Weg um die Grube herum. Ach nö. Tukarda. Ich glaube, das können wir ganz gut. Das dürfte eigentlich kein Problem sein. Wenn ihr an den Spinnen nicht vorbeikommt, sucht einen anderen Weg. Warum sollte ich an den Spinnen nicht vorbeikommen? Machen wir mal eben den hier. Wie viel Schaden? 750! 750 Schaden! Und Todesschlag? 700! What? Was für ein Monstrum der Zerstörung ist denn mittlerweile? Mittlerweile meine Charakter. Also, Ginger ist. Also, das ist ja Wahnsinn! Vor allem, solange sie einen Heiler daneben stehen hat, ist es ja eigentlich furchtbar egal, wie viel Schaden sie dadurch nimmt. Sie verbraucht selbst kaum Mana. Und Todesschlag verursacht ja fast genauso viel. Das ist schon echt gruselig. 700 Schaden. Und jetzt stellt euch mal vor, ich hätte immer noch das Ding drin, womit ich manchmal doppelten Schaden mache. 1500 Schaden mit einem Angriff. Can you believe it? Boom. 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 Und wie gesagt, ich finde jetzt 250 Leben abzuziehen dafür ist nicht besonders viel, wenn man überlegt, dass wir 2500 haben. Und los. Crazy, ey. Mir nach. So, und jetzt greifen wir den nochmal schön an. Auf dem Weg.
zu euren Diensten. Schickt sie zum Seelenfluss. Für das Licht. Attacke. Schlüssel zum Spinnentor. Sofort. Hallo Mama. So, da bin ich wieder. Sorry für die kleine Unterbrechung. Es ist was dazwischen gekommen. Wir haben jetzt einen Schlüssel für Spinnen irgendwas bekommen. Für den Spinnenbereich. Ich weiß auch nicht warum. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal schauen, ob wir durch diese Tür kommen. Ich bin gespannt. Was erzählt er denn hier? Eine spinnförmige Vertiefung. Ah ja. Na super. Dann können wir hier das Ding einsetzen. Auf mein Kommando. Dafür ist der Schlüssel natürlich da. Wir bekommen auch noch wieder Erfahrungspunkte. Und sind nun hier bei diesem Seelenfels, den wir jetzt erstmal aktivieren werden. Nice. Sind wir gerade eine Stufe aufgestiegen? Ja, sind wir. Komischerweise wurde uns das jetzt nicht richtig angezeigt. Ein bisschen merkwürdig. Okay, dann sind wir hier jetzt Stufe 18. Wir müssen mal gucken. Stufe 46. Okay. Ich würde hier nochmal 2 Punkte vergeben. Und ansonsten würde ich jetzt nochmal ein bisschen auf Stärke gehen. Damit wir im Fernkampf da auch demnächst mal was machen können. Aber wie gesagt, ansonsten sind wir jetzt hier bei Schwarze Magie Stufe 18. Sehr, sehr stark. Da müssen wir mal gucken, ob wir demnächst auch nochmal die besseren Skelette machen können. Sofort. So, hier haben wir einen weiteren Steinkopf, den ich eigentlich nicht anschauen will. Das gruselt mich ein wenig davor. Mein Kommando. Und los. Hier ist auch ein Steinkopf. Hier ist auch ein Steinkopf. Vorwärts. Hier hat man noch einen Main hier, wo ich jetzt nicht genau weiß, was der darstellen soll. Das Symbol eines Dolchs, ein Symbol eines Diamanten. Ah ja, und da müsste man jetzt berühren, je nachdem. Hier haben wir auch Menhire. Hier haben wir überall Menhire. Wow. Ziemlich viel. Hier ist auch ein Menhir. Und 2 Unterlinge. Symbol eines Hammers und Symbol einer Schaufel. Okay. Wir können ja mal die einsetzen hier, die Zunge. Und mal gucken, ob wir irgendwelche Rückschlüsse darauf kriegen, was genau wir jetzt hier machen sollen. Der ist von innen hohl. Die Steins... Warte mal, Luftsturm lauschen. Ja. Steinzunge einsetzen. Oh Mann, ey. Dolch. Dolch, okay. Der sagt also Dolch. Und was sagt der hier? Küss mich! Dolch Rabe. Okay. Dolch und Rabe. Speichern wir einmal. Dolch legt er irgendwie nahe, dass wir jetzt hier dieses Dolch-Symbol berühren müssen. Machen wir das mal. Ein Rumpeln ertönt. Okay. Ah! Jetzt ist der Weg hier frei. Rabe haben wir außerdem noch gesehen. Rabe. War hier ein Rabe? Ich glaube nicht, ne? Hammer und Schaufel, ne? So, was will diese Steinfigur von uns? Mal gucken. Säbel, okay. Wir haben Säbel und Rabe haben wir gerade noch. Was ist das hier? Wo das Symbol eines Wirbelsturms, den Wirbelsturm berühren. Na, das lassen wir erstmal lieber. Vielleicht dann erstmal den hier. Wow. Sind das die 5 Steinstatuen, die wir zum Leuchten bringen müssen? Das Symbol eines Raben und das Symbol einer Kröte. Okay, Rabe. Ein Rumpeln ertönt. So. Das hat das geöffnet.
Jetzt gucken wir nochmal eben, was der sagt. Keule. Ah, der kennt mich von früher. Nice. Achso, er meinte das Symbol. Also Keule und Säbel haben wir gerade noch. Was haben wir hier? Symbol eines Säbels. Okay. Den wollen wir natürlich auch aktivieren. Nein. Nein, Boris, nein. Hier will sich gerade eine Katze anschleichen, aber das geht jetzt nicht. Nein, das geht jetzt nicht. Was ist denn jetzt hier passiert? Ich verstehe das gerade gar nicht. Was ist hier geschehen? Was hat der Säbel bewirkt? Hat er hier oben irgendwas bewirkt? Nein. Hat er hier etwas bewirkt? Auch nicht. Das ist ja irgendwie äußerst merkwürdig, oder? Na gut. Dann gehen wir erstmal hier hoch, würde ich sagen. Vielleicht finden wir ja sonst hier die Keule. Mal eben gucken. Symbol einer Keule und das Symbol einer Krone. Okay, das ist gut. Dann nehmen wir die Keule. Das dürfte jetzt welchen Weg freimachen. Oh, hier haben wir noch einen Unterling. Wir müssen halt aufpassen. Ich weiß nicht wirklich, wie stark die sind. Ich befürchte jetzt natürlich nicht, dass sie so stark sind, dass ich dagegen nicht ankommen können würde. Also zumindest mit meiner... Mit unserer gewaltigen großen Macht. Okay. Die Keule hat irgendwie offenbar gar nichts getan. Oder? Hat die irgendwas getan? Ich erkenne nicht, was sie getan haben soll. Ich rede nochmal mit dem hier. Krone. Okay. Krone und Keule. Da müssen wir hier beide drücken? Weil hier war ja Keule und Krone, oder nicht? Da müssen wir da beide drücken. Okay. Ja. Okay, dann haben wir jetzt hier beide gedrückt. Und das öffnet den Weg hier. Leider ist auch der Weg zu dem offen. Stufe 38. Die Rune ruft. Das ist jetzt nicht Verstanden. Wirklich die Welt. Zu Befehl. Wir gehen mal hier mit hoch. Wir sind jetzt sogar schon so weit, dass wir vor diesen 5 Steinstatuen stehen. Und hier sind 3 Unterlinge drin. Und die Uru. Und hier werden wir wahrscheinlich den Stab der Winde in irgendeiner Art und Weise bekommen. Das ist so eine... Also das sieht für mich sehr nach Schatzkammer aus. Schlüsselstein zur Untotenhalle. Oh mein Gott. Durchquert die Halle der Untoten. Oder die Halle der Toten, ja. Wo bin ich hier? Ihr befindet euch direkt vor dem Tor einer der Schatzkammern. Doch dieses Tor ist gut gesichert. Seht ihr die 5 Köpfe, die über uns thronen? Ja. Erst wenn ihre Augen zur selben Zeit leuchten, wird sich das Tor öffnen. Wie kann ich die Augen dieser Steinköpfe zum Leuchten bringen? Von hier aus, wo wir stehen, ist es nicht möglich. Das wollte ich nicht wissen. An einem anderen Ort jedoch. Tief in einem Labyrinth, irgendwo in diesen Hallen, gibt es einen Mechanismus, der dies bewirken kann. Liegen alle Reichtümer und Artefakte der Zerbiten hinter diesem Tor? Nein. In diesem Gewölbe gibt es noch viel mehr geheime Schatzkammern, als ihr euch vorstellen könnt. Oh Mann. Okay. Puh. Wahnsinn. Ja, die Map ist einfach krass. Das ist halt... Schon heftig, kann man nicht anders sagen. Wir gehen also jetzt erstmal runter. Was wünscht die Rune? Unverzüglich. So, hier geht es ja zum Beispiel auch noch weiter. Es gibt so viele Wege. Hier ist auch noch eine Truhe. Hier vorne ist ja die Halle der Untoten oder der Toten. Da haben wir jetzt ja den Stein für, was auch sehr gut ist.
Aber wir werden jetzt erstmal hier unten weitergehen und dann mal gucken, was da noch auf uns wartet. Die Uhrwerkhallen, meine Freunde. Die Uhrwerkhallen. Ja, folgt mir.